herzlich willkommen wieder mal zu einem neuen Video. Heute geht's mal wieder zum Teil 2 vom 1er M-Coupé. Da wollte ich euch mal einen kleinen Einblick verschaffen oder zeigen. Wir verschaffen uns einen Einblick, ich zeige euch das. Ihr wisst ja, um was es geht. Auto steht ja jetzt gerade momentan beim André, bei der Firma Bender, weil der Innenraum ja neu kommt. Wir hatten ja von Anfang an gesagt, wenn, dann machen wir es jetzt einmal richtig und machen es vernünftig. Heißt, wir müssen auch alles zerlegen. In dem Fall, kriege ich jetzt die Tür gerade hier nicht auf? Wahrscheinlich schon, aber ist auch egal. Also Innenraum ist, wie ihr seht, auf jeden Fall schon mal komplett zerlegt. Wir haben Dachhimmel raus, wir haben Türpappen ab, Armaturenbrett. Also alles wirklich jetzt einmal raus. Die Teppiche werden jetzt quasi nur noch mal einmal abgesaugt. Hier diese ganze Schaumstoffdämmung und so ein Kram, die kommt auf jeden Fall auch noch neu. Hier kann man auf jeden Fall mal sehen, da hatte ich euch ja gesagt, der hatte ja mal einen Schaden. Wir haben auf jeden Fall da schon mal eine silberne Tür bekommen. Die wird wahrscheinlich aus dem 1er gewesen sein, weil in Silber gab es das 1er M Coupé ja nicht, meines Wissens. Außer ihr berichtigt mich jetzt entweder, dass ich was Falsches gesagt habe. Aber wie gesagt, da auf jeden Fall mal eine neue Tür reingekommen. Und diese auf jeden Fall auch. Also zwei Türen sind schon mal neu gekommen. Und hier und auf der anderen Seite ist er auf jeden Fall schon mal gespachtelt worden. Das hatten wir auch schon mal gesehen. Und den Hecktreffer hat er ja auch gehabt. So, jetzt fragt sich wahrscheinlich der ein oder andere, warum ist denn jetzt das ganze Auto noch so weit zerlegt? Warum sind jetzt hier die Schachtleisten noch ab, die Türgriffe und? Ja, kann ich euch ganz genau sagen, warum. Also Stoßstangen kommen jetzt noch ab, Seitenschwelle kommen noch ab, die Blinker hier kommen noch ab, hier die Düsen und so ein Kram. Und hier diese ganzen Schachtleisten und der Kram, der kommt auch noch ab, weil ich habe mich dazu entschlossen, das Auto jetzt noch einmal komplett neu lackieren zu lassen. Das heißt, die komplette Farbe kommt jetzt erstmal runter, soweit, also wird richtig weggeschliffen. So hat der Lackierer mir gesagt. Und wir werden den einmal außen, einmal komplett in einem nochmal drüber duschen, so dass wir im Nachhinein, sage ich jetzt mal einfach mal, wie ein neues Auto hier haben werden. Und dann gibt es natürlich jetzt auch noch mal eine kurze Sache, was ich noch mal zu dem Felgen sagen wollte. Wir haben die Felgen ja schon mal pulvern lassen. Also die Felgen sind ja eigentlich schon fertig. Diese Reifen, die hier drauf sind, da hatte ich mal einen Kommentar oder mehrere Kommentare gelesen, warum sind denn hier so Billigreifen drauf? Ja, kann ich euch sagen. Die Reifen, die vorher drauf waren, die waren natürlich tot. Und diese Reifen, also wirklich diese Reifen, in genau in dieser Größe, habe ich von einem Kunden für ein Apple und Ei gekriegt. Ich glaube, ich habe für 4 Reifen, glaube ich, einen Huni bezahlt und hatte die auf Lager liegen und habe die aber jetzt erstmal hier drauf gemacht, somit, dass das Auto rollbar ist, weil ich leider keine anderen Felgen hatte. Ich hatte keine Stahlfelgen und so und auch keine Alufelgen. Das heißt, ich musste das Auto ja rollbar haben. Deswegen habe ich hier die Reifen aufziehen lassen. Ja, somit ist er rollbar. Also hier kommen auf jeden Fall noch andere Reifen drauf, weil die sind auch, glaube ich, nicht so gut. Mit den Reifen hatte ich jetzt mal auch mit jemandem gesprochen. Die sind relativ, ja, hart. Also die rutschen auch bei Regen und so. Also die sind ein bisschen Banane. Bremsen werden auf jeden Fall auch noch neue kommen, aber da gibt es auf jeden Fall noch ein Video drum, wo wir auch das Fahrwerk einbauen werden. Der andere ist jetzt auf jeden Fall schon mal soweit fertig und hat uns diesen ganzen kleinen Kram noch abgebaut. Um die hier abzukriegen, müssen wir die Rathausverkleidung abbauen. Die muss sowieso ab, weil die Stoßstange ja ab muss. Und das werden wir dann auf jeden Fall noch bei uns am, am Montag, am Dienstag, wir haben heute Samstag. Ihr seht das Video, heute ist Montag, also haben wir es jetzt schon abgebaut, sag mal so. Genau, also das muss auf jeden Fall ab, Scheinwerfer und so können drin bleiben und dann werden wir den Wagen einmal mal schön neu lackieren. Natürlich brauchen wir auch noch so ein paar Sachen neu, wie hier diese ganze Verkleidung. Ich reiße einfach mal ab, weil die ist sowieso kaputt, ne? Also das werden wir auf jeden Fall alles neu bestellen. Dann werden wir noch hinten am Steuergerät, da ist noch dieses Antennenmodul, da ist ein Stecker, glaube ich, kaputt. Das werden wir auf jeden Fall auch noch neu bestellen. Hier vorne haben wir auch einen Stecker, was hier vorne in dieses Zentralmodul von dem Licht und so geht. Das ist auch irgendwie ein Stecker kaputt, der muss auch auf jeden Fall noch neu. Und ich glaube, der andere hatte noch so ein paar andere Sachen, also Klipse und was weiß der Kuckuck auch immer. Das werden wir auf jeden Fall auch alles neu machen. Ja, die Antenne bleibt drin, oder beziehungsweise das können wir jetzt abschrauben. Die hat uns der andere auch schon abgemacht, da war ich sehr fleißig, muss ich mal sagen. Die hier muss auch noch ab, die wird uns der Lackierer abmachen. Und ansonsten haben wir jetzt eigentlich ja schon mal so weit alles auseinandergebaut. Rückleuchten müssen da raus. Wir haben jetzt, da gab es ja auch, wo ich das Auto vorgestellt habe, gab es ja tatsächlich diese Geschichte mit dem Dunkel und mit dem Hell. Ich wusste jetzt wirklich nicht, dass es also dieses Blackline oder so wie sich das nennt, gab und quasi diese Standard. Ich habe jetzt die gekauft und habe die gleiche, also in diesem hellen, nochmal gekauft für die rechte Seite, weil die dunklen waren jetzt nicht lieferbar oder nur eine Seite war lieferbar und ich glaube, das war die, aber die ist hier auch kaputt, weil die hat hier irgendwas drin liegen, sehe ich gerade.
Der Auspuff, den werden wir dann später auch nochmal, denke ich mal, irgendwie hier ein bisschen polieren, damit das alles wieder ein bisschen schön sauber aussieht. Oder sauber machen, weil das ist ja, glaube ich, schwarz. Und dann werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall, denke ich mal, noch die Technik machen. Also wir werden jetzt erstmal den Ventildeckel machen, da ist die Dichtung ein bisschen kaputt. Somit ist es im Großen und Ganzen erstmal für dieses Jahr fahrbereit. Also das wird jetzt, denke ich mal, noch 3, 4, 5 Wochen ungefähr dauern, bis diese ganze Gedöns fertig ist. Aber ich denke, das Endresultat wird sich dann erstmal sehen lassen. Jetzt sind wir ja hier zum Wichtigsten. Da wird es ja noch wahrscheinlich noch mal ein Video geben, wo der André so ein paar Sachen abgefilmt hat oder so. Da müssen wir gleich noch mal mit ihm sprechen. Aber ich würde mal sagen, wir gehen mal erstmal nach oben und schauen uns mal an, was hat er denn jetzt mit den ganzen Sachen gemacht, die er jetzt da ausgebaut hat, weil die müssen ja auch alle abgezogen werden, zerlegt werden noch mal und ja, wie auch immer, ich habe da keine Ahnung von. Wir gehen mal gucken. Wir sind ja angekommen. Ich bin etwas geschockt, muss ich gerade feststellen. André? Wir haben Scheiße gebaut. Das ist dein Part jetzt. Ich kann hier zu Nick sagen, das ist für mich hier, wie sagt man, das ist hier so ein Mystery-Rätsel hier. Wo kommt was hin? Aber ich wusste schon mal, dass das die Sonnenblenden sind und dass das die Haube von dem Tacho ist. Aber der Rest ist für mich römisch Rätsel hier alles. Ja, André, was hast du gemacht? Erzähl mal ein bisschen. Wir haben ja auch natürlich alles auseinandergenommen und auseinandergerupft. Scheiße. Hier ist zum Beispiel eine Sonnenblende. Gut, es ist halt so eine Sache, du musst nicht immer komplett zerlegen. In deinem Fall war es gebrochen, deswegen mussten wir das rausnehmen. Also das ganze Kunststoff war ziemlich spröde. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, weil das Auto ist eigentlich nicht so alt. Man kennt das aber vom Oldtimer eher. Okay. Genau, also es ist so eine Sonnenblende, so ist die aufgebaut. Vielleicht hat es nicht jeder mal gesehen. Also so ist die innen aufgebaut. Sieht ziemlich wild aus. Eigentlich nur Styropor und wir haben es jetzt zerlegt, um das Teil rauszuholen, um das kleben zu können, weißt du? Genau, jetzt haben wir das repariert. Jetzt klebt das hier dran. Wir haben das repariert und dann wird es wieder eingebaut. Die Haut ist eigentlich immer nur bespannt. Das ist so eine Folie. Mhm. Und du kannst die Haut drauf lassen, drüber beziehen. Mhm. Aber bei dir war auch so, dass hier ein bisschen wellig wurde. Also die untere Haut. Das hat sich Haut, schon gelöst quasi, oder? Ja, die hat sich gedehnt. Das heißt, die ist ja nie voll verklebt, die ist nur gespannt und hier verschweißt. Und wir haben es jetzt abgezogen und werden halt mit Alcantara das Ganze füllen. Ja, genau. Klar, wenn du das jetzt einbaust, hast du die überall Übergänge, das polstern wir. Okay. Also kaschieren nennt sich das und dann kannst du halt drüber beziehen. Ja. Und so eine kleine Schaumstoffschicht drüber, so 2-3 mm. Krass. Und dann kannst du das mit Alcantara beziehen. Guck mal, hier einfach so ein Spiegel von meiner Mutter, von meiner Oma geklaut, Alter, hier aus dem Badezimmer. Junge. Eigentlich, wie gesagt, die Automobilindustrie kocht auch nur mit Wasser und eigentlich alles sind einfache Teile. Die Kunst dabei ist nur, das Ganze zusammen in ein Auto zu bekommen. Ja, aber das ist doch 100%, so wie du das hier siehst, wahrscheinlich eine große Platte gewesen. Schneiden die wahrscheinlich in mehrere Stücken in der Größe. Ja, das wahrscheinlich dann und das war's. Ja. Genau, und dann wird das überall eingesetzt. Weil die sind ja überall fast, klar. Ja, aber das ist groß, ja ein normales Teil. Warum sollen die was neu erfinden, wenn das da ist? Genau. Krass. Ja, und da sind so die Griffe, ne? Die werden so reingesteckt. Das ist auch so eine schöne Sache. Aber das bleibt so, ne? Das ist Kunststoff, das würde ich sagen, das bleibt so. Sonst müsste ja alle Halter. Ach, hier geht es. Ach so, der hat hier einen Kontakt. Genau, das ist ganz schlau gelöst. Zum Beispiel, das hast du bei Porsche oft, das hast du bei Audi auch. Die Amis machen es anders, die legen tatsächlich das Kabel durch. Echt? Das heißt, wenn du rausziehst, dann brichst du das komplett. Ja? Ist schon mal passiert auf jeden Fall. Haben wir das auseinandergenommen, wieder nachgelötet. Aber bei BMW ist das easy gemacht. Ja, das ist echt Kontakt. Geil. Ich habe gerade hier das Kabel, nämlich hier drin gesehen. Ich gefragt, weißt du, was Porsche noch geiler macht? Die haben gar keinen Stecker. Die haben hier auch einen Pin. Das heißt, du drückst es drauf und damit erkennt er, okay, ich habe jetzt das Signal. Und das Signal kommt vom Dach irgendwo, ist da so eine Platte wahrscheinlich. Richtig geil gelöst, ja. Das ist schon cool. Ja. Da sparen die natürlich auch am Stecker. Ja, klar, logisch. Warum ist Porsche so teuer, wenn die überall sparen? Ja, aber ich denke, dieses... Nein, aber diese Entwicklung kostet wahrscheinlich das so viel Geld. Da haben wir noch ein bisschen was liegen. Aber das Krasse können wir da mal zeigen. Das weiß ich, das ist auch von mir gewesen, ne? Oder von uns. Ja, das heißt gewesen. Das ist auch... Das ist von uns, das bleibt ja auch so, ja, genau. Ja, du kannst halt hier nicht viel machen. Ich gehe davon aus, dass da Das war das Rätsel, ne? Weiß ich jetzt nicht genau, aber das ist so ganz komisch abgefärbt und ich gehe davon aus, dass es Wasser war. Ja, hier kann man so eher sehen. Ja, das ist schon, glaube ich, Wasser gewesen. Das wäre eher weil Wasser. Weil sonst würde es nicht rosten, denke ich mal. Ne? Eben, genau. Also war das, entweder man bestellt es neu, aber an sich, wir haben es trocken lassen, beziehungsweise war trocken. War trocken, ne? Ja. Wir ziehen es ja eh, also von daher sieht es ja eh keiner mehr. Also auch von unten ist es ja eingerastet. Ja, Problem ist ja bei Schauf, du kriegst das nicht sauber. Du kannst es wirklich nicht. Das ist, guck mal, das färbt ja auch gar nicht ab oder sonst noch was. Mhm. Man könnte es vielleicht irgendwie mit Hitze vielleicht irgendwie behandeln, damit die ganzen Bakterien rausholen. Aber wenn man trotzdem.
wenn man trotzdem mal sieht, dass es eigentlich theoretischerweise mal so aussehen soll oder so ausgesehen hat. Wie meinst du? Ja, das sieht so und das ist ja so. Also das ist der Bezug. Das ist der Bezug und hier hinten, das ist das ja auch abgemacht, ne? Von dem. Ah ne, das hat er ja gar nicht. Nee, das ist die Lehne, das ist das, was du aus dem Kofferraum siehst. Genau, und, das bleibt ja auch, ne? Das ist der Bezug, der alte Bezug, den machen wir noch ab. Den Bezug haben wir schon auseinandergenommen komplett. Ich würde schon sehen, ich würde das hier gar nicht abkriegen. Na komm, lass das mal lieber stehen. Da kannst du mal rüber gehen und da siehst du die vorderen Sitze. Ja, es ist ein ganz normaler Sitz halt, so wie das, ja, wie man es kennt eigentlich. Ich habe tatsächlich früher an solchen Sitzen gearbeitet. Ja? Ich habe die ganze Gestelle, habe ich die gebogen, geschweißt, drüben. Ach, bei Gott. Johnson Controls. Ja? Bei Johnson in Burscheid so. Ach ja, die bauen ja diese Dinger, ne? Genau. Also beziehungsweise. Ja, die machen da Entwicklung. Also ich weiß nicht, ob die sehen, aber nicht von dem aus, das ist eine andere Marke. Aber richtig. Die haben auch für BMW viel gemacht. Krass. Auf jeden Fall, ja, sieht echt gut aus. Ich muss sagen, mein M4, wir hatten den ja auch komplett zerlegt. Mhm. Da war alles verrostet. Komplett. Ja? Mit dem neuen Auto? Ja, 2000, was war das, 17, 18? Okay. War alles verrostet. Da muss ich sagen, es sieht echt gut aus. Die Seitenteile hast du mir jetzt gesagt, die macht jetzt aus Carbon, ne? Ja, wir können mal schauen. Die anderen Teile haben wir schon aufgelegt. Hier kann, ja? Ich, kann ich dir mal zeigen. Genau. Da sind zum Beispiel noch die ganzen alten Bezüge. Ach, die hebst du alle auf, ne? Ja, was heißt, heben wir auf? Wir haben jetzt auseinander getrennt und daraus wird dann die Schablone gemacht. Ah. Man kann natürlich dann am Sitz neu entwickeln, aber warum? Weil man schon den Bezug hat, dann trennt man das so einfacher auch für dich. Ne? Genau, legt man drauf euch. Und kannst du anzeichnen und siehst du vorher die ganzen Markierungen, wo es zusammengehört. Und, ja, und das ist ja quasi dann. Das ist die neue Haut schon? Also die neue Haut, die sieht dann erstmal so aus, wie sie hier aussieht. Genau, du musst ja schon mal vorher schon mal zusammennähen. Also sind das sind ja quasi hier zwei Teile? Ja, zwei Teile, damit das. Das verschwindet irgendwo, deswegen ist das auch nicht notwendig, dass man komplett zusammennäht. Mhm. Wahrscheinlich ist irgendwo hier ein Schnitt oder genau, das ist das Armaturenbrett tatsächlich. Ah, okay. Das ist Armlehne. Achso, ja, die ist ja quasi schon so. Da, wo sie ungefähr hin soll, ne? Wird man ja, ein bisschen gespannt, ne? Genau, das ist jetzt nur ein Bezug, der ist noch gar nicht fertig, aber das wird nachher da komplett bespannt und unten getackert. Siehst du auch hier, vorher war auch getackert. Genau. Ach, das ist auch von Werk aus so genau. Getackert. Aber es ist noch nicht fertig, wir polstern das immer. Das heißt, hier kommt erstmal eine Schicht Polsterung, das fühlt sich dann viel schöner an, weil es ist schon relativ hart. Das ist original so. Ja. Und hier war das Originale auch direkt drauf. Genau. Deswegen war das auch immer, ist das so hart. Ja, immer, ne? Genau. Und das polstern wir noch und genau, es wird dann ganz, ganz gemütlich. Ein Teil ist fertig. Wir haben es neu gemacht. Ich hatte ja gesagt, dass es nicht so ganz schön verarbeitet war und wir haben es jetzt neu bezogen mit Alcantara. Ja, wenn du mal jetzt mal überlegst, ich weiß das noch ganz genau, kann man hier auch mal zeigen, vielleicht sieht man es in der Kamera. Ich weiß nicht, ob das noch ganz durch ist. Kannst du dich an die, oder Ben, du hast das auch gesehen, kannst du dich an die Naht erinnern, die auch von dem Originalteil so einen Kreuz- und Querbogen gemacht hat? Und guck dir mal die Naht an, die ist ja quasi, kann man auf der Kamera sehen. Ob die komplett durch ist, also. Das ist wie gerade das eigentlich jetzt ist, ne? Also du hast hier keinen Schlenker drin, ne? Und hier kann man, genau, da habe ich nämlich mal vergleichsweise ein neues Teil gekauft. Das ist ein Originalteil. Ne, und da kann man sehen, mach mal, das ist eingepackt, original BMW-Ware. Und da siehst du, wie die Markt so macht. Kannst du das sehen? Ja. Das verkauft BMW für sagenhafte, schreibende 170 Euro. Diese Leiste hier. Das ist auch, nein, es geht gar nicht um den Preis. Doch. Ich. Nee, ich finde, ist egal, was es kostet. Es kommt halt von BMW, das heißt, es lief die Qualitätskontrolle durch. Und da finde ich halt ein bisschen schade. Ja, ja. Was die dann durchlassen, weißt du? Also das ist schon unverschämt, ne? Wenn du überlegst. Dann zahlst du richtig Schotter für auch so ein Auto, ne? Wenn es fertig ist irgendwann mal, ne? Das ist schwierig, ja. Hier sind auch so ein paar Sachen. Das ist die Mittelkonsole, links, rechts. Das genau. Ist alles hier auch von dem Auto? Nee, das nicht. Ich hab mal gesagt, das hier nicht, ne? Aber das hier, ne? Das sind deine Teile, ja. Ah. Also hier ist auch was fertig. A-Säulen. Genau, das sind die A-Säulen. Die sind jetzt schon safe einmal fertig, ABC-Säulen, ne? Ja. Also das ist hier die C-Säule hinten. Und das ist B-Säule. Das ist die B-Säule. Ach, hier ist auch schon was fertig. Guck mal. Ja, das ist noch nicht geputzt, glaube ich. Das aber ist egal, aber das aber ist schon das bespannt ist, und fertig. Das ist die und getackert hintere, und wie hintere Mittelkonsole quasi. Hinter der Armlehne. Wie sahen die vorher aus? Plastik. Plastik war das, ne? Ja, ja, war ja alles Plastik. Das Auto auseinander weiß ich schon gar nicht mehr, wie die Sachen aussehen. Ist auch nicht verkehrt. Genau, A-Säulen links, rechts, das sieht schon sehr gut aus. Das ist schön, ja. Aber die waren ja Alcantara vorher auch, ne? Nein, hier. So sah das aus? Ja, ja, das ist nur jetzt angeschliffen. Dein Ernst jetzt? Klar.
Du weißt, stimmt, nur der Himmel war. Ja, ich weiß tatsächlich jetzt gerade nicht mehr. Also die waren ja, schwarz, ja, okay. Tatsächlich. Die waren schwarz. Ja, ja, richtig. Das war klar. Aber auch Plastik. Das war auch, ja, ja, okay. Nee, ja, jetzt, wenn du sagst, dann fällt es mir gerade. Genau, also hier. Der eine oder andere hat sein Auto überhaupt angeguckt. Nein, hier nicht. Haben wir noch ein paar Teile, die jetzt fertig sind, muss man wieder noch reinigen, wie gesagt, aber. Das ist unter Lenkrad, ne? Das ist unter dem Lenkrad, genau. Also so, ja. Sieht das jetzt bezogen aus. Schön. Wie gesagt, das muss noch gereinigt werden. Wie machst du das sauber? Ja, wir haben einen Lederreiniger extra. Ah ja, okay. Da können wir da halt die ganzen Kleinigkeiten wegmachen. Dann geht's halt noch, wird das noch halt mit dem Föhn bearbeitet. Ja? Wenn es fertig ist, genau. Muss man das im Nachhinein eigentlich, wenn alles mal eingebaut ist, sagen wir einmal im Jahr oder so, irgendwie Leder pflegen? Oder? Ja, musst du eigentlich nicht. Also so da, wo du drankommst, musst du nicht unbedingt. Also du kannst, also wenn wir es einbauen, wir gehen nochmal mit der Lederversiegelung drauf. Mhm. Das heißt, die ersten 6 Monate, 7 Monate brauchst du nichts machen. Aber hier kommt ja jetzt was rein, ne? Ja, hier kommt was rein, genau. Und das passt jetzt auch noch, weil es ist ja eigentlich hier was drüber gezogen jetzt, ne? Ja, ja, das ist drüber bezogen, aber es wird gefräst vorher. Aber innen drin hast du das schon weggefräst, genau, damit das jetzt passt. Genau, das wird dann auf jeden Fall weggefräst, damit das passt. Das ist die andere Seite. Quasi so sitzt das, ne? Ach, das ist die Mittelkonsole. Genau, das ist die Mitte, da sitzt genau. Das Navi und so ein Kram, ne? Also das ist dann die Position von dem Handschuhfach. Ja, das ist aber krass. Das sind ja quasi 1, 2, 3 Teile, ne? Genau. Sind das ja gewesen, ne? Ja, du musst halt irgendwo zusammennähen und hier kommt das Handschuhfach dazwischen. Das finde ich auch schön. Muss man jetzt mal tatsächlich mal so sagen und mal auch zeigen. Hier sehen wir eine schwarze Naht und hier ist die orange. Ich glaube, wenn du jetzt hier eine... Ja, da wäre zu viel gewesen. Da sieht doof aus. Aber das ist echt schön. Das machen wir cool. Halt auch. Und da auch wieder hier komplett kerzengerade, ne? Also ich glaube, das Nähen macht die Maschine ja sowieso, aber das dann nochmal... Ja, du musst das kleben, das ist gerade. Ja, und du könntest ja jetzt auch schief kleben, ne? Ja, ja, deswegen zeichnen wir alles an und dann beim Kleben musst du halt schon Stück für Stück das Ganze kleben und entlang schauen. Aber wie gesagt, es ist auch noch nicht fertig, sehe ich gerade. Hier sind noch Striche, das muss auch geputzt werden. Das ist noch nicht alles. Ja, meine Güte, wir sind ja jetzt auch gerade mal reingeplatzt hier. Ach ja, genau. Das ist dein Armaturenbrett. Ach, das war ja hier, wo das so offen war, ne? Genau, also da, ne? Viele Teile haben wir abgezogen. Und das ging nicht, ne? Das würde nicht gehen, weil halt, ja gut, es geht alles, nur man muss halt schauen, ob das nötig ist, weißt du. Bei dem war es nicht nötig. Hier war eine Blase, die haben wir ja so ausgesägt, jetzt nochmal abgezogen. Das trocknet, siehst du, das trocknet. Ah, okay. Und dann wird das halt nochmal geschliffen, das Ganze, und dann wird das bezogen. Türverkleidung hatte ich, kann ich dir noch zeigen, wie wir die abgezogen haben. Das ist jetzt komplett abgezogen, die ganze alte Haut. Das war ja alles Kunstleder, hier war Alcantara. Wenn man das Alcantara nennen kann, weil es war kein Alcantara. Es war dieses billige Plastik, ich weiß nicht gerade, wo nicht, wo das ist. Was ist das denn hier? Ach, das ist, warte. Das ist nicht dein Auto. Nee, ich wollte sagen, das gehört doch eigentlich zum Auto. Aber hier... Das gesagt, war kein Alcantara, was war das denn? Das war, ja, so ein Alcantara-Imitat, was du kaufen kannst. Von der Farbe nicht passend und Ja, da waren wir uns ja einig, dass hier schon mal irgendeiner Verkleidung dran war, ne? Genau. Hier sind da die Armlehnen, die sind einzeln, das von der ersten, von der vorderen Tür, die werden auch noch abgezogen. Aber die sind doch hier, wie sind die drin? Die sind eigentlich so verschweißt. Verschweißt, genau. Und die verschweißt du wieder? Genau, also die werden verschweißt, verklebt und teilweise mit Schrauben fixiert. Aber du siehst auch hier, die waren schon mit Schrauben fixiert, weil das war schon mal neu bezogen. Ah, okay. Was heißt bezogen? Also kann man jetzt halt bezogen nicht sagen eigentlich. Nicht nennen, weil das war, ich weiß nicht, das war irgendwie komisch. Das war alles doppelt. Ja, grundsätzlich kann man sagen, es war alles komplett drüber bezogen. Ja, ne? Es gab kein einziges Teil, was die vernünftig abgezogen haben. Und krass. Du siehst ja, guck mal, das war ja oben drüber. Das, also da, genau, das ist das, was mir letztens schon gezeigt hat. Das ist das Lenkrad eigentlich original. Machst du den Kleber jetzt hier weg? Hast du hier die Naht? Ist das originale Lenkrad? Krass, ey, guckt euch das an. Das ist original und dann hat es einfach hier so drüber gezogen gewesen. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, wo das jetzt hier hinkommt. Auf jeden Fall so. Deswegen war das auch so extrem dick. Weißt du noch, wo wir damit gefahren sind? Das ist klar, wenn jetzt das natürlich noch drüber ist, dann fasst du ja hier quasi noch dicker drumherum. Ich sag gerade zum Ben, dann war das oft, deswegen war das auch so dick noch, weil das kam mir schon so komisch vor. Weil klar, wenn das dann natürlich noch drüber ist. Ja, sicher. Ja, wo war das denn jetzt her hier? Ich weiß gar nicht, ich blicke jetzt hier gerade nicht so richtig. Links, rechts, genau. Irgendwie so, ja, genau. Das war hinten, nee, das war vorne. Aber dafür, wie das ja aussah, sah es ja nicht schlecht aus, ne? Es war okay, ja. Ja, ne? Also es ist ja auch okay, das kann man aber machen, wenn einer irgendwie dicker möchte, aber dann... Aber warum haben sie das gemacht? Das Lenkrad war da jetzt nicht irgendwie, dann, oder? Ach, hier, siehst du das? Es war mal Wasser. Ah, ja. Aber sowas schleift man an, wenn man drüber bezieht.
Du siehst hier die ganze Polen, also die ganzen Punkte, die weißen Punkte, das ist Wasser, 100%. Ja, aber wenn das Lenkrad im Wasser war und die Rücksitzbank im Wasser war, dann war das ganze Auto im Wasser. Vielleicht war das ein U-Boot. Aber du weißt, also der Himmel war ja auch an diesen Dämmmatten, ist ja auch ein bisschen oben, ne? Unten. Oben. Haben wir oben. Gesehen. Das sah ja auch so ein bisschen, ja. Oh gut, das könnte ja Feuchtigkeit von unten einfach dann sein. So viel? Ne? Auf jeden Fall merkwürdig. Vielleicht war der einfach andersrum im Wasser. Was habe ich für ein Auto gekauft? Ja, ansonsten, Grundschlüsselbezüge sind noch nicht gefahren. Wir sind aber in Rotschen gefahren. Ah, siehst du, das ist doch gut. Das ist hier Eigenkonstruktion der Firma, der frühere Firma ECD Performance. Jetzt Bänder, weil, muss man ja mal so sagen, ja, das ist hier, kriegt ihr nirgendwo zu kaufen, nur beim André. Ja, ob jetzt noch jemand nachkommt. Ja, irgendeiner wird das kaufen. Wir machen jetzt hier Werbung. So, also, ihr kennt ja hier den Gedöns. Hat der mir erklärt, versuche ich jetzt hier wiederzugeben. Ja. Hier ist ja dieses wie heißt das denn hier? Das weiche Zeug da dran. Filz. Hier sitzt die Mittelkonsole. Filz, genau. Und wenn der Sitz vor uns rückfährt, dann schrappt das aber immer hier oben. Und die Mittelkonsole geht kaputt. Also wenn ihr, was hast du gesagt, wenn ihr ein 1er habt, also E-Modell, 80er-Reihe, 90er-Reihe, guckt mal. 3er, ganz schlimm. 3er, ganz schlimm. Guckt mal eure Mittelkonsole an, wird sie kratzen. Und deswegen hat der André hier so ein Kondom entwickelt. Das ist ja eigentlich ganz geil. Ich glaube, ich habe es richtig rum drauf gemacht. Nee, aber egal. Ist egal. Eigentlich kommt es andersrum drauf. Genau, ne? Weil du ja die Seite siehst, ne? Die Seite. Ja, ist ja Latte. Auf jeden Fall, genau. Das wird jetzt eigentlich gedreht. Und jetzt seht ihr, dann kann das hier schön. Und es sieht natürlich auch optisch noch. Komm, wir machen das jetzt mal richtig rum drauf. Genau, jetzt könnt ihr hier ja schön die Naht sehen, ne? Also ich muss sagen, macht auf jeden Fall was her, ne? Also wer solche Dinger braucht, beim anderen Shop 39,95. Oder was kosten die denn? Ich glaube ein bisschen mehr. Echt? Ja, einer, Entschuldigung. Um die 50 ungefähr. Zwei Stück? Für beide. Ja. Genau. Passen natürlich individuell eigentlich bei jedem Auto, ne? Die sind genormt, ja, das ist tatsächlich ganz gut. Weil diese Teile sind ja, die sind ja nicht unterschiedlich, ne? Ja, seitdem du hast irgendwie ein Auto aus 50er Jahren, dann. Ja, aber theoretischerweise würden sie quasi so fassen. Wir verkaufen wirklich viel davon, ja, weil es ist wirklich eine Kleinigkeit und wenn du ein Leasingfahrzeug hast und dann gibst du ein Auto mit der zerkratzten Mittelkonsole ab, dann geht es halt nicht. Ja. Da musst du halt ich denke mal, wir können mal gucken. Tiefer in die Tasche greifen als 50 Euro. Sprechen wir mit dem. Wir gucken mal, dass wir für so Dinger mal rausholen können mit irgendwie was hier. Individual gibt es ja auch. Kann man ja bestimmt auch was. M-Naht zum Beispiel auch. Ja, oder man kann auch was beschriften. Geht ja wahrscheinlich auch, ne? Das geht auch, klar. Geht ja schon. Ja, die Dinger, die müssen wir mal irgendwie rausholen. Wir sind gut dabei und. Ja, sehr schön. Ja, gut, wir haben ja jetzt einen guten. Heute Samstag ist natürlich entspannt, ist keiner da, genau. Deswegen können wir auch so ruhig hier. Bisschen rumlaufen, genau. Genau. Aber wir haben ja jetzt natürlich, also du hast jetzt einen Vorteil von mir bekommen, ne? Ich habe dir jetzt eine kleine Überraschung gegeben, du hast jetzt ja 3-4 Wochen mehr Zeit. Genau. Ne? Ja. Das ist natürlich super. Genau. Aber wir bleiben trotzdem dran, weil wie gesagt, es ist jetzt schon eingeplant. Wenn es dann fertig ist und das Auto wieder vom Lackierer kommt, genau. Und dann kann der andere dann wieder schön zusammenbauen. Wann kommst du denn ab? Montag. Montag? Also heute. Wenn die Video ist ja heute, ne? Also Samstag. Es ist ja immer ein bisschen blöd, ne? Machst ein Video, sagst du heute, sagst du gestern, ist egal. Zeitblase. Wir leben in einer Zeitblase. Ne, genau. Ja, okay. Haben wir unten noch was? Geht da rüber, ne? Haben wir unten noch was? Ja, wir gehen irgendwann ein bisschen unten. Carbon. Stromstange, das habe ich schon. Können wir uns Carbon-Sachen genau anschauen, ne? Ja, sollen wir? Können wir. Wenn du möchtest. Komm mit, wir gucken mal. Ja, super. Was machen wir? Also wir sind hier. Was machen wir denn? Das weiß ich auch nicht, was wir hier machen. Was machen wir überhaupt hier? Nein, also auf jeden Fall sind das die ersten aufgelegten Teile von dir. Das ist die Mittelkonsole. Das sitzt ja so zusammen. Nachher. Muss man sagen, offenporig, ne? Genau. Also die werden offenporig, jetzt ist nur aufgelegt quasi und einmal. Das ist richtig scharfkantig hier, ne? Ja, es ist jetzt einmal ausgehärtet, das Harz. Das war schon 100 Jahre im Backofen, ne? Genau. Wie lange? Hoch 102. 102 Jahre. Wie lange war das drin? 30 Stunden. 30 Stunden, genau. Offenporig herzustellen ist, also so wie es vom Werk ist, ist nicht einfach. Ah. Deswegen kann ich da nicht so viel verraten. Nein, auf jeden Fall, das sind die Griffmulden. Da sitzt ja der Griff nachher. Aber einfallsreich, ich muss dich unterbrechen, aber einfallsreich ist ja schon, ne? Also, keine Ahnung, ich will es nicht in den Dreck legen, aber ich klebe ja einen Deckel einfach dran von der Dose. Ja, du musst dir überlegen, wenn du das pinselst, musst du in die Hand nehmen, das Teil. Also musst du nicht, aber es ist nicht. Wie sollst du es in die Hand nehmen, ne? So geht's genau. Natürlich, klar. Ja. Nee, aber auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Zum Beispiel, wir machen ja viele M2-Teile. M2-Teile haben vom Werk aus Carbon drin, offen probiert. Ja? Ja.
Vom Werk, weißt du, im Zweier. Ja, ich kenne die nur vom Werk. Was mit dir? Entschuldigung, ich mach nur den Motor, aber offenbar den Motor aus. Okay, ich hab nein, aber im Zweier hat vom Werk aus ziemlich viele Teile in Carbon, offenbarlich. Okay. Hm? Und viele kommen bei uns vorbei und sagen, passt bitte an, keine Ahnung, irgendein anderes Teil. Achso, damit das gleich aussieht. Ja, wir haben halt den Weg gefunden, wo es wirklich optisch, haptisch und vom Bild her, vom Gewebebild, passt es. Wirklich 100%. 1 zu 1 ist. Wir haben letztes Mal auch eine Mittelkonsole gemacht, wo das andere Teil oben drauf saß. Mhm. Das ist perfekt. Du siehst wirklich keinen Unterschied. Krass. Das ist natürlich jetzt Eigenlob, ja, aber... Nein, ist auch richtig. Das kannst du auch machen. Ich meine, wir haben es hingekriegt und sieht gut aus, ja. Schön. Genau, also das ist auch so eine Kunst. Guck mal, die werden alle aneinander sitzen, ne? Und hier kann man ja eigentlich vergleichen, das ist ja quasi das gleiche, nur in Original, ne? Ja, nur jetzt ohne, mit. Ohne Tasten. Ja, ja, der hat ja, also so. Aber ja, sagen wir jetzt einfach mal. Aber theoretischerweise würde es ja so aussehen. Ja, das ist jetzt ein Sportlenk, hat kein M, weil du siehst es an der Kante hier und siehst auch an diesen zwei. Momentan sehe ich gar nichts. Aber was ich sagen wollte, ist halt hier, wenn wir auflegen, ist das immer dieselbe Richtung. Die Teile sitzen aneinander. Das heißt, es muss immer für mich immer dieselbe Richtung sein. Stimmt. Ich habe so viele Autos gesehen. Das fällt mir jetzt gerade auf. Ich habe so viele Autos gesehen, wo du einfach mal so aufgelegt bekommst, ein ganzes Auto. Bei uns ist das immer in eine Richtung. Ja eben, das wollte ich gerade sagen. Aber legst du das jetzt auch direkt so dann erstmal auf? Nee, musst du einzeln, das geht nicht. Weil du legst ja um. Wie soll das gehen? Das muss ja rein. Nee, kann ja sein, du legst es jetzt im Großen und Ganzen erstmal auf und heftest es irgendwie fest, damit es erstmal hält. Dass ich direkt den Finger abgeht. Scheiß Carbon, Alter. Hast du überall Splitter. Guck mal, alles voll damit. Da fehlt noch was. Wir haben ja noch Sitzblenden, die liegen noch oben. Die werden ja auch. Also das Carbon brauchen wir ja nur so, ne? Ja klar, aber jetzt blöd, wenn wir jetzt das Glänzende nehmen würden mit der Banane. Nee, das sieht ja groß. Ich hatte heute noch ein Bild bekommen von einem Kunden, der hat bei uns offenpolige Teile bestellt, schickt mir ein Bild und hat einfach mal alles im Auto, was gibt. Offenpolig matt, dann so. Matt, Hochglanz. Dann also alles querbeet durchgemischt. Ja. Dann hat er Türverkleidung woanders beziehen lassen, Armlehnen hat er von uns. Das ist halt bestes Beispiel, wie man es nicht machen sollte eigentlich. Ey krass, ich bin gerade am überlegen, ob ich nicht ein anderes Stoßstangen als Auto machen soll. Was denn? Und du hast doch so eine geile in der Ecke liegen. Mercedes? Guck mal hier. Was ist das hier immer? Wie sieht das aus, wenn wir das hier vorne dran machen, Junge? Aber guck mal hier, Junge. Was ist das hier überhaupt? Das ist doch hier SLR. Ja. Mhm. Junge, das Ding kostet doch bestimmt nicht nur 5 Euro, oder? 5,50 Euro. Also die Stoßstange, die kostet 25.000. Jetzt hast du die zerkratzt, jetzt kostet die Not. Das hast du mir lieber liegen gemacht. Ich fasse die nie wieder an, Junge. 25.000 Euro, Junge. Überleg mal, die Stoßstange ist so viel wert wie das halbe Auto hier, Junge. Wahnsinn, ne? Ja gut, man muss dazu sagen, das ist auch scheiß Original, Junge. Das kostet halt einfach mal 2 Millionen. Aber die scheiß Stoßstange ist sogar noch original, das gibt's doch gar nicht. Ja, die ist aus einem technischen Carbon, also relativ leicht auch. Ich stell die mal in die Ecke, Alter. Wir machen jetzt unten noch in Carbon. Wir haben schon ein bisschen angefangen, die Farbe hier abzuschleifen. Also die wird unten rum in Carbon, weil es gab vorher vom Werkhaus so, aber du kannst sie nicht mehr nachkaufen. Und der Kunde möchte es unbedingt. Was machst du denn jetzt hier gerade? Jetzt stell dir mal vor, du kommst hier raus und ah, scheiße, du bist hier so, schmierst hier drüber, knack durchgebrochen. Das ist ein Problem, ja. Boah, ich häng die da ganz oben an die Wand, du machst so Stangen, legst sie drauf. Das ist ein großes Problem. Nee, aber wir versuchen einfach, also mit unseren Teilen gut umzugehen. Man muss das jetzt mal so sagen, ne? Jetzt muss ich ja wirklich den Adler in die Pfanne hauen, wenn ich das jetzt sage, ne? Also bei mir kannst du das da drüben nicht hinlegen, ne? Also der wäre schon 100 Mal da drüber geflogen, garantiert, Junge. Ich garantiere dir. Nein, Spaß beiseite, aber das ist schon krass, Alter, ne? Hätte ich gar nicht gedacht, dass es sowas gibt. Mit dem Tunnel, dem 2 CS. Hast du voll Carbon gemacht hier, oder was? Mhm. Aber ist auch noch nicht fertig, ne? Ja, es wird noch. Boah, guck mal, hier schön angestaubt. Ja. Liegt schon ein paar Tage hier. Ja. Ja, krass. Ich glaube, so 2 Wochen da müssen wir noch weitermachen. Aber das machst du, das sind ja hier Schnitte, genau. Überall mehrere Teile, ne? Sonst genau. Geht das ja gar nicht. Ja, da musst du halt verschleifen, sag ich mal. Also das musst du final noch fertig machen, aber so ist das schon der Grund. Ach, genau. Prozess ist schon fertig. Es wird komplett gefräst, klar. Komplett alles wird weggefräst. Siehst du ja die ganzen Tropfen vom Harz, das muss alles gerade werden und dann. Ja, aber bei der Konsole war das jetzt so, es gab die gar nicht zu kaufen und wir haben die quasi abgeschnitten, siehst du unten? Wir haben hier gebaut aus Carbon, aus Platten. Ach. Weil hier ist ja normalerweise Handschuhfach, beziehungsweise Armlehne. Stimmt, das ist zu jetzt. Die haben wir abgesägt komplett und dann haben wir hier, so, siehst du, Halter gebaut. Damit du wieder festmachen kannst. Genau und ja, weil der Kunde fährt am Ring. Und er sagt, das ist mir immer im Weg hier, weißt du?
Haben wir das einmal abgesägt. Hier kommen noch Löcher rein. Da kommt die Armlehne drauf. So eine kleine, so eine lange Armlehne von M2CS. Ach so, aber es ist trotzdem tiefer gekommen dann, ne? Ja, ja, klar, so ein Stück auf jeden Fall. Ja, aber was man natürlich jetzt hier noch an der Stelle mal sagen muss, auch wenn das jetzt hier so eingestaubt aussieht, man muss ja wirklich mal sagen, das ist ja alles hier hochprofessionell gemacht. Wir gehen mal im Nebenraum, dann zeige ich euch nämlich noch was. Weil der André macht hier nicht halbe Sachen. Komm mal mit hier. Es gibt hier keine halben Sachen bei der Firma Bender. Hier, muss man ja mal sagen, man muss ein ganz hohes Lob hier mal aussprechen, ne? Wie schon gesagt, der André macht hier keine halben Sachen, ne? Guckt euch mal an, was er hier gemacht hat. Der hat hier eine richtig schöne Lackierkabine sich selbst aufgebaut. Ich weiß nicht, wie das Licht jetzt hier drin angeht. Licht hier an. Komm, wir gehen mal hier rein. Guckt ihr mal. Ne? Also das ist auch hier. Das ist natürlich ein schönes Licht zum Filmen. Ist gut. Das ist mega geil. Ihr könnt euch die ganzen Sachen mal richtig cool final angucken. Also hier wird alles richtig schön noch final. Ja, das ist jetzt der erste Gang. Was weiß der Kuckuck? Genau, das ist jetzt der erste Gang. Es wird nachher nochmal alles geschliffen. Und falls es sein muss, nochmal lackiert. Mhm. Das sind unsere Muster. Wir machen ja auch Forge Carbon. Kennst du ja sicherlich, oder? Ja, das kenne ich von dem Lamborghini. Genau, das sind so Musterplatten, weil ich mache gerade so einen Ordner, wo wir so einzelne Muster zeigen können den Kunden. Weil da sind nicht immer alle Teile da. Nicht in jeder Form. Deswegen, die Seite wird matt. Das wird nochmal lackiert. Das ist ein Audi jetzt. A5B. Schlag mich dort 6, bei 7, bei 7 oder so. Also dass der Grund war, warum ich ja eigentlich jetzt darauf hinaus wollte, war, dass das, bei vielen habe ich das ja auch gesehen, die machen das einfach in irgendeiner Kellerwand, also in irgendeinem Kellerraum, so. Staufen hast du nicht, ja also, ist doch so, lachst du doch. Ja, aber guck mal hier, du hast jetzt eigentlich einen straubfreien Raum, ne, ja, Absauganlage, das ist ja wichtig. Und du findest ja auch hier, die Kamera wird das niemals im Leben sehen, du findest ja hier kein einziges Staubpartikel irgendwo in dem Bauteil. Ich meine, das kann immer passieren, auf jeden Fall, aber dann schleifst du halt. Aber darf nicht, ne? Klar, müsst ihr wieder schleifen. Nee, ich meine, dann schleifst du und dann polierst du halt. Ja, genau. Schon klar. Aber finde ich okay. Und du hast natürlich super Licht, also du siehst auch alles, ne? Wie du Ben ja auch gerade schon gesagt hat, hast hier auch schönes Licht hier zum Filmen. Ja, wenn du beim nächsten Mal filmen möchtest, kommst du einfach hin und stellst dich hier und sprich mal, ich schieb meinen Motor ja. Du baust hier den Motor aus. Ja, genau. Bestes Studiolicht. Machen wir hier direkt hier drin. Obwohl es tatsächlich zum Schrauben ein bisschen dunkel werden, glaube ich. Müsste hier oben noch ein bisschen Licht sein. Stilllampe. Ja. Nee, aber echt gut, finde ich super, ja. Ja, muss so sein, ja. Die bauen halt immer weiter, dann. Ja. Keine Ahnung, ich finde. Maschinen und die ganzen Anlagen sind schon mega wichtig, um die Qualität. Ja, ja, braucht man auf jeden Fall, definitiv. Gut, dann ist ein Autostellplatz weniger. Obwohl, kannst du ja hier reinstellen, ein Auto, wenn du brauchst. Wenn, ja, muss man nicht unbedingt, aber ist egal. Also, aber hast du, hatte ich richtig gesagt, hast du selber aufgebaut, ne? Einen Bausatz gekauft. Bausatz gekauft und selber gebaut. Und, ne? Am Wochenende, ich glaube insgesamt 5 Wochen quasi. Also 5 Wochenende ungefähr haben wir dann gebaut. Sieht cool aus, ne? Mega. Zu zweit aufgebaut. Heftig. Ja. Aber Lampen könnten tatsächlich ein bisschen heller sein, oder? Findest du nicht? Nö, das ist perfekt, weil du ja? Musst, ja, also. Musst ja. Es reicht ja, wenn du dich, wenn du das, wenn das Licht spiegeln kannst, weißt du? Ah, okay. Wenn du das spiegeln kannst hier drin, dann siehst du perfekt, ob das, wie das liegt, weißt du? Und du siehst das ja voll. Stimmt. Die Lampen, wenn, selbst wenn du, wenn das nicht zu hell ist, du aber die Lampen siehst da drin, dann reicht das. Okay. Zum Lackieren, ja. Schön. Okay, super. Ich denke mal, sind wir soweit fertig, oder? Sind wir soweit fertig? Machst du ein Video? Kommt noch was? Mhm. Also irgendwann. Ja, aber hast du was gemacht? Ne? Ja, ja, wir filmen zwischendurch den Prozess, ja, ja, genau. Und okay. Ich kann dir das gerne auch geben. Machst du das auch? Müsstest du es bei dir dann hochladen oder? Oder machen wir das bei mir? Beides. Also ich werde es bei mir auch einladen. Hochladen. Wir laden euch ein, dass es hochgeladen wird. So. Du kannst aber gerne das Material. Ja, ja, kriegen wir. Ich denke mal, genau, André macht noch ein Video bei seinem Kanal. Er wird jetzt, denke ich, frisch lackiert wieder hier bei dir ankommen. Mhm. Und dann sehen wir uns erst wieder, wenn er wieder zusammengebaut ist. Vielleicht kommt zwischendurch das andere Video und dann müssen wir mal gucken. Ja, also, wie gesagt, in dem Sinne sind wir eigentlich fertig. Hat euch das Video gefallen? Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Und natürlich nicht zu vergessen, hier beim André auf die Seite. Also ich habe auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung oder wie auch immer. Und natürlich nicht den Shop vergessen. Ihr könnt die ganzen Sachen hier beim lieben André auch alle kaufen. Also, wie gesagt, in dem Sinne, eine schöne Woche und wir sehen uns. Peace, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.